Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Ich hoffe, das Training der vergangenen Tage hat sich schon bemerkbar gemacht und ihr seid ein bisschen fitter geworden. Die Muckis haben ein bisschen zugenommen. Genau. Deswegen werde ich heute ein bisschen gesteigertes Training machen. Nichtsdestotrotz gebe ich immer Tipps, was man machen kann, wenn man heute zum ersten Mal reinguckt und mitmachen möchte. Also keine Sorge, es wird für jeden was dabei sein. Aber ich möchte schon hier so ein bisschen an die Sportler unter euch appellieren, an die Grenzen zu gehen. So, wir machen uns jetzt erstmal natürlich warm, damit sich hier keiner verletzt. Seid ihr bereit, dann fangen wir an, uns zu bewegen. Einfach erstmal nur raus. Ganz entspannt. Genau. Die Füße hinten anfassen. Genau, sehr gut. Jetzt Knie hoch. Kickbox, Kickbox waren klar. Also, was machen wir? Kickboxen. Also, fährst du hoch, in die Deckung gehen und einfach nur gerade boxen. Sagst du euch noch einmal, seid wie das auch schon so. Genau. Schön gerade nach vorne, die innere Zug auflaufen. Gut macht ihr das. Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt, wie, ne? Damit das zu mir teilt. Und warum mache ich deinen Stegos mit? Die Jüngeren unter euch. ich war früher Profi-Kickboxerin bei den Stegos und deswegen hat mich der Geschäft im Laden angerufen und hat gesagt, komm, Thais, mach mal mit. So, jetzt machen wir Aufwärtshaken. Das heißt, wir boxen von unten hoch. Genau. Immer schön in Bewegung bleiben. Sehr gut. Super. Und? Schon zu warm? Ja? Sehr schön. Und jetzt machen wir seitwärts, ab oben zum Kopf. Ja? Gut? Sehr schön. So. Jetzt sind wir schon ein bisschen wärmer. Dann fangen wir jetzt an, die Schultern zu kreisen. Schultern immer schön warm machen. Sehr empfindlich. Das ist der Preis dafür, dass wir sie in alle Richtungen bewegen können. Dadurch ist kein Knochen leider zu großartig festhält und dementsprechend alles sehr empfindlich. So. Und die andere Seite. Schön nach vorne. Jawohl. Gut machst du das. So. Und schon Lagerkoller. Wie geht's noch? Ganz wichtig, sich jeden Tag zu bewegen. Und davon hat man erstens das Gefühl, dass man was getan hat. Man hat natürlich das Gefühl, man hat was getan. Das tut dem Körper gut, aber auch hier oben der Seele. Dass man nicht jeden Abend ins Bett geht und das Gefühl hat, boah, heute schon wieder ein Tag komplett sinnlos vorbeigegangen. So, gut, weiter bewegen. Wenn ich sage jetzt, dann springen wir mit den Knien nach oben. Okay, kurz ein bisschen höher. Und jetzt. Und weiter. Und jetzt. Hopp. Sehr gut. Ja? Genau. Und jetzt. Und weiter. Wo machst du das? Das machen wir zweimal, oder? Das ist jetzt langweilig. Und jetzt. Eins, zwei. Sehr gut. Und nochmal zweimal. Jetzt. Eins, zwei. Super. So. Und jetzt machen wir dreimal. Okay, fertig. Gut, jetzt. Eins, zwei, drei. Gut, auslockern. So. Hier wärmer. Und steigt langsam. Sehr gut. Das wollte ich. Dann mal ausschütteln. So. Wir fangen jetzt mit einer Übung an. Die habe ich in meinem letzten Video schon gezeigt. Die abgespeckte Variante. Und zwar den Ausfallschritt. Für alle, die wir zum ersten Mal mitmachen, zeige ich Ihnen nochmal die Originalvariante. Das heißt, wir schieben die Schulter breit auseinander, ein Bein geht nach vorne, hier ist ein 90 Grad Wind und geht langsam nach unten. Okay? Und wieder auf.
21, 22, 23. Langsame Bewegungen. So, und für die, die das schon kennen, die kann schwerer machen. Entweder indem sie Gewichte nehmen oder aber ihr holt euch einen Stuhl. Der ersetzt die Gewichte und legt das hintere Bein auf den Stuhl. Und schon habt ihr einen anderen Winkel und schon wird es schwerer. Und warum mache ich die Übung? Weil ich will, dass ihr kräftige Oberschenkel und nicht gerade die Hintern bekommt. Das ist nicht besonders wichtig. Das ist der größte Muskel, der verbrennt am meisten Kalorien, wenn man hier einen Stuhlmuskel aufbaut. Dann können wir, man verbrennt nur mehr Kalorien, wenn wir so großartig was machen, wenn man haben, als der Muskel. Und dementsprechend gehen wir zu, wenn wir Kalorien verbrauchen. Also, arbeiten wir jetzt an unserem Kalorienverbrennungsmuskel. Verstanden? Gut. In Position bringen. Und jetzt noch, also nicht übers Knie, sondern nach hinten runter. Wir machen 10 Wiederholungen pro Seite. Seid ihr bereit? 1, 2, 3, jawohl, sehr gut. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das Wichtigste ist mir, dass ihr die Bewegungen 10 korrekt ausführt, okay? Merkt auch das Bein, was oben rum liegt, muss was tun. Also auch das ist nicht arbeitslos. Andere Seite. Wieder in Position bringen. Das Gleichgewicht hinten sammeln. Und wenn ihr bereit seid, seid ihr bereit? Gut, dann starten wir. 1. Jetzt müsst ihr hier ein bisschen nach, damit ich nicht das Knie über den Zentrum. 2. 3. 4. 5. 6. Wow, es ist halt auf. 7, 8, 9 und die letzte. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt nicht das Gleichgewicht verloren, so wie ich. Aber ihr seht, man muss immer konzentriert sein. Ich habe in dem Moment schon an die nächste Übung gedacht. Und ups, kommt das Gleichgewicht. Also immer konzentriert bleiben. Fokus nicht verlieren, das gibt übrigens für alles in mir. So, was wir jetzt machen, sind Liegestütze. Liegestütze. Ja, ich habe eine Spezialvariante für euch. Für alle, die noch nicht so fit sind, könnt ihr, das heißt Frauenliegestütze, habe ich nicht verstanden, ich durfte sie nie machen. Entweder liegt es daran, dass ich mich als Frau angesehen würde. Nein, egal, jedenfalls. Könnt ihr entweder auf die Knie gehen und dann runter. Deutlich leichter. Wenn ihr schon ein bisschen fitter seid, dann mit ihr natürlich in den Unterabschluss und dann runter. So, jetzt kommt meine Variante. Die habe ich jetzt entdeckt bei den Recherchen, so ein bisschen mal Varianten reinbringen in die Liegestütze. Und ich bin begeistert, weil die trainiert nicht nur wie sonst, weil die Liegestütze den ganzen Rumpf und die Arme. Nein, die macht wieder den Oberschenkel mit dem Po. So, und jetzt schaut mir zu, warum. Ihr geht in die Schrittstellung, gebt ein Bein hinten und geht so in dieser Position unten, nach oben und zieht das Bein nach vorne zur Brust. Habt ihr das verstanden? Langsame Wiederholung, ich zähle 10 pro Seite. Okay? Ihr seid bereit, ich bin es. Beginnen. Also. Ihr seht, ich gehe jetzt in den Weg und dann die Reise runter. 21, 20, 20 und 2. 3. Versucht so weit runter zu kommen wie möglich. 4. 5. Ja. 6. Super. 7. Ja. 8. Ja. 9.
Sehr gut. Und die letzte 10. Kurze Pause. Die zieht rein, oder? Das ist ein super Übung. Und ich glaube, die macht auch hier den Bauch stabil. Also ich will nicht versuchen durchzuhängen, sondern wirklich den ganzen Rumpf in stabile Lage zu bringen. Dann ist es wirklich eine astreine Ganzkörperübung. Und wir machen die andere Seite. Seid ihr bereit? Gut. Ich habe das linke Bein oben, dann kommt jetzt bei mir das rechte. Und hoch damit. Und runter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jawohl. Sechs. Sieben. Acht. Sehr gut. Neun. Und die letzte. Zehn. Jawohl. Das zieht rein, oder? Für die nächste Übung legen wir uns auf den Bauch und ziehen den Rücken vor allem für den Unterrücken. Rücklinie vergessen wir gerne, dabei leiden so viele Deutsche an Rückenbeschwerden. Funktionieren? Klappen wir wieder aus. Also, wir legen uns auf den Bauch. Wir gehen dann auf lange Nasen im Halskreis, kurz zwischen den Schulterblättern. Und halten einfach statisch. Ich zähle bis 10, kurze Pause, nochmal bis 10. Okay, seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Also schön ausstrecken und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganz kurze Pause, aber nicht nur kurze Pause. Und nochmal hoch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Super. So, das war der erste Durchgang. Jetzt machen wir das Ganze noch zweimal. Soll ja was bringen, oder? Dann schnappt euren Stuhl oder geht grundsätzlich in die Grundstellung von dem Ausfallschritt. Seid ihr bereit, der Fuß wird hinten draufgelegt, Bein nach vorne, sucht euch einen stabilen Stand. Und denkt daran, nicht das Knie über die Zehen, sondern den Popo nach hinten absetzen. Fertig? Ja? Super! Und los geht's. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, merkt mal hier hin, 7, Popo, dann merkt ihr, wie der arbeitet, 8, 9, jawohl, und 10, sehr gut. Seitenwechsel, kurz ausschütteln, damit wieder Blut reinkommt. Der linke Fuß wird hinten abgelegt. Stabilen Stand suchen, gegebene Position. Okay, bereit? Dann machen wir weiter. 1, 2, 3, sehr gut. 4, super. 5, 6, ja, 7, 8, 9 und die letzte. Jawohl, sehr gut. Und runter. Super. Sehr schön. So, wir können den Stuhl wieder wegstellen. Jetzt könnten wir die gefürchtete Liegestütze. Und glaubt, mir glaubt es genauso wie euch. Aber sie ist gut. Für alle nochmal zur Wiederholung, der nächste Fitte, ab auf die Knie. Wir machen da die Liegestütze. Achtet trotzdem auf eure Körperspannung und geht so weit wie möglich runter. Für die, die fitter sind, ganz normale Liegestütze, hinten die Beine ausstrecken. Und wer es wissen will, der macht mit mir mit und hebt das Bein. Seid ihr bereit? 10 Stück pro Seite.
Ab in den Liegestütz. Grund Grundstellung. Bein nach oben und runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, jawohl, neun. Und die Zehnte. Und hoch. Und kurzer Ausspann. Super gemacht. Werden Sie rein. Aber da haben wir was von. Wenig Zeit investiert, maximaler Gewinn. Seid ihr bereit für die andere Seite? Sehr gut. Also. Und auf die Umstellung. Bein nach oben, das andere selbstverständlich. Und runter. Und. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und letzte drei. Zwei. Jawohl, und die letzte. Super. Geschafft. Jetzt müssen wir auch nur eine Runde machen. Und jetzt gehen wir nochmal runter für den Rücken. Jedenfalls für den unteren Rücken, den oberen Rücken haben wir jetzt bei der Übung schon mitgemacht. So. Also. Entspannt hinlegen. Wieder auf meinen Seiten hin. Den Körper in den Halbbogen bringen. In den Boden. Das ist ja kein Halbbogen, sondern Boden. Seid ihr bereit? Und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und Pause. Und die Fehlsagen. Vier. Und fertig machen. Die nächsten zehn. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, fertig. Oh, super. Ja, super. Rechten und locker. Sehr gut. Das war der zweite Zirkel. Und jetzt kommt der dritte und dann haben wir es. Passt. Ganz am Schluss gibt es bei mir nochmal Puls hochjagen und dann nochmal eine Minute aktive Erholung. Aber das ist ja, ihr sollt es euch ja nicht vorgrausen, ne? Vorgrausen ist das schlimmste Grausen. Jetzt freut euch erst mal, dass ihr da durch seid. Also, den Stuhl wiederholen. Die Liege nicht so weit sind. Einfach ohne Stuhl in den Ausfallschritt. In Position bringen. Seid ihr bereit? Und eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und die letzten zehn. Ja, für die Seite. Jetzt wechseln wir die Seite. Ja, noch die andere Seite. So, seid ihr bereit? Ich habe meinen Privatcoach noch auf der Bank sitzen. Fertig? Fertig. Dann bis gleich davor noch. Okay, bereit? Dann fangen wir an. Zehn. Noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Letzten. Drei. Zwei. Und eins. Ja. Und ausschütteln. So Leute, ich verspreche euch, dass ihr Muskelkater bekommen werdet.
Beine dehnen wir noch übernächsten Tag. Arme am nächsten. Also übermorgen. Wenn ich daran denke. Seid ihr bereit für die Liegestützen? Jetzt schwitzen, ja? Top. Gut. Also bereit für die Liegestützen. Die letzten 20 Stück. Ja, sehr gut. Also, dann macht ihr euch bereit. Wenn ihr gerne das kann. Auf die 4. Wer schon fitter ist und die normale. Wenn ihr das wissen wollt, macht ihr mit. Also, Grundstellung von der Liegestütze. Bereit? Bein hoch und runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die letzte 10. Sehr gut für diese Zeit. Kurz entspannen, auslockern. Wir gehen auf die andere Seite und machen jetzt wirklich die letzten 10 Liegestütze für heute. Außer ihr macht freiwillig mehr. Dürft ihr natürlich auch in die Liste gehen. So, fertig machen. Bein hoch und runter. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 und letzten Tag. 3, 2 und die letzte. Letzte! Ah. So, und wir kommen zur allerletzten Minute Kraft. Seid ihr bereit und zu Hause? Nicht verschwinden. Macht euch lang und auf meinen Kopf in die Höhe oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und öffnen. 40 Minuten. Und die letzten 10. Seid ihr bereit? Ja, seid ihr sicher. Fertig mal. Hoch. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, sehr gut. Und aufstehen. Auslockern jetzt. So, den Kraft machen. Wer Trinkpausen machen möchte, kann das gerne tun. Jetzt kurz auf Stopp drücken. Was jetzt kommt, ist ein HIIT-Training. Das heißt, richtig hoch mit dem Puls. Nochmal den Körper wissen lassen, dass er heute Sport gemacht hat und vor allem das Herz-Kreislauf-System. Seid ihr bereit? Was ich jetzt von euch möchte, ist, das ist wirklich ein Lauftanz. Arme und Beine gleichzeitig vor. Indem wir machen von oben nach unten runter. Das heißt, als erstes machen wir 20 Stück, kurze Pause. 15 Stück, kurze Pause. 10 Stück. Schluss. Seid ihr bereit? Es ist anstrengend, ich weiß. Fertig machen und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Kurze Pause. Ja, aber nur ganz kurze Pause. Schon wieder fertig machen. 3, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. So, ganz kurz durchschnaufen. Versuchen den Puls runterzubringen. Fertig machen für die letzten 10. Und los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause, fertig. Geschafft. Und was wir jetzt machen, ist eine aktive Runde. Bringt den Wert und in der Zeit euren Puls ganz ruhig hoch. Was wir machen ist, stellen es gerade in einen Hand und dann malen wir um eine 8. Fertig machen und los machen. 15 auf der einen Seite, 15 auf der anderen Seite. 1, 2,
7. 8. 9. 10. 11. Ich würde euch gerne, wenn ihr nicht so gut seid, würde ich das auch besser tun. Ziel ist es eigentlich 13. 14. Euch so zu konzentrieren. 15. Das hier ist gleich, wie ich halte. 16. Und die Fußball. Und glaubt mir, hier werden ganz viele Synapsen getroffen. Seid ihr bereit für die nächste, für die letzten 15? 1. Und versucht gleich, sich ganz ruhig zu atmen. Und dann kurz runter zu 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Und versucht flüssige Bewegungen zu machen. 11. Ihr werdet merken, ihr werdet rechts und links unterschiedlich gut sein. 13, 14, 15. Und geschafft! Super! Vielen herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Bleib gesund, halt dich fit und gemeinsam kommen wir durch diese Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Nicht auf diesem Weg, sondern real leben. Und wenn nicht, dann werden wir auf dem Weg, die Reise zu lernen. Servus!